grüße euch auf meinem Kanal. Ich bin der Hansi und heute möchte ich mich zuerst mal bedanken für die vielen Abos. Jetzt sind wir schon bei über 500. Es geht schon bald auf die 600 zu, finde ich nice, super. Vielen, vielen Dank. Ohne euch hätte ich das leider nicht geschafft und ich hoffe, dass ich euch leider noch viel Freude und viele tolle Sachen zeigen kann. Im letzten Film war ja das mit dem Kindergartenprojekt, das möchte ich gleich durchziehen. Oder nennen wir es auch Opa-Enkel-Projekt oder Vater-Kind-Projekt. Einfach ein paar Kinderspielsachen immer mal einmal im Monat zeigen, wo man relativ schnell nachbauen kann und trotzdem, dass die Kinder eine Freude dran haben oder jetzt bei mir ist dann der Kindergarten, werden wir sehen. Heute mache ich mir was ganz, ist auch was Einfaches, hat aber eine kleine Besonderheit. Ich habe immer viel altes Holz und jetzt möchte ich aber mal was Neues machen, weil im Bad sind schöne weiße Fliesen und da habe ich im Winter habe ich immer so einen Blumenuntersetzer, also einen Schiebbaren, wo man sich hin und her schieben kann, denn ich habe da noch ein paar Rädle übrig. Die kann ich mir dann also praktisch als Unterlage für das Brett nehmen. Hier habe ich ein altes OSB-Platte. Die brauche ich auch nicht mehr. Und daraus mache ich meinen Untersetzer. Aber das kann mir nicht richtig schleifen. Und ich möchte, dass es eine glatte Oberfläche gibt. Und ich möchte eine ganz, ganz glatte Oberfläche haben. Schön lackiert in Weiß. Ja, weiß oder vielleicht auch, ja, ich denke mal weiß machen muss. Und da möchte ich euch einen Trick zeigen, wie man das schleifen kann, ohne dass man diese Löcher oder dass das einfach wirklich glatt wird. Und ist eigentlich ganz einfach und ich habe es bei meinem Tesa-Bandabroller schon gemacht, also es hält. Ich kann es also jederzeit weiterempfehlen. Ich wünsche euch jetzt mal zuerst viel Spaß beim Video. Das ist erstmal jetzt ein bisschen kleiner, weil ich froh leicht bin. Man muss das ganze Kraft machen, aber zwei Schnitte auf der TK. So kann ich das kurz einspannen und mache mir da einen Schnitt. Das ist eine gerade Kante, das ist eine gerade Kante. Dann mache ich das jetzt, dass es schön fähig wird. Also das noch schneiden. Hier einmal rund, haben wir einen schönen großen Untertopf. Ja, Untertopf. Haben wir eine schöne große Fläche. Und ja, das war's dann. Das säge ich jetzt kurz. Ihr seht, da habe ich wieder einen Vorteil von meinem Brettchen. Da habe ich jetzt zwei Gewindestangen reingemacht. Da kann ich noch einen Knopf drauf machen. Dann kann ich mir das so hinstellen und habe einen Anschlag am Brett. Das ist also wirklich eine feine Sache mit den Leisten im Gewaltband. Dafür mache ich mir die Löcher noch zu. Das ist das nächste. Also das mache ich mal natürlich ohne Film. Wenn man so ein Löcher zumacht, dreht mir einfach einen Stab, macht den rein, leimen rein. Gut. Jetzt habe ich hier so Spachtelmasse Universal, das ist fürs Auto Polyester. Wie gesagt, das funktioniert. Ich gebe mir jetzt ein bisschen was ab. Das ist 1 zu 2, wenn ich mich nicht täusche. Ich denke, das ist 1 zu 2. Und dann spachtel ich das auf. Jetzt mache ich da einfach mal was drauf. Ich glaube gar nicht, wenn man das so viel braucht. Keine Ahnung. Machen wir 60. Braucht 1,2 Gramm. 100 zu 2. Und das sind jetzt 60. Dann brauche ich 0,6. Ja, also das drehe ich das einfach nur auf. Mit so einem feinen Spachtel, so kratze ich das jetzt. Weil USB kann man einfach nicht richtig schleifen, da kriegt man nie. Ich sag mal, da nie eine Ebene, nicht saubere Ebene hin, weil einfach das ja auch Löcher hat. An den Rand muss ich jetzt gar nicht so genau spachteln, weil ich mir da einen Rahmen drumherum mache noch. Habe ich mal vor. Ich
Muss ich schon eine größere Spachtel nehmen. Ja, vielleicht, dass die Löcher zu sind. Also immer wieder zum Spachteln. Da habe ich noch übrig. Dann nehme ich mir einfach so eine Spachtelmasse. Und das hält auch, wie ihr seht. Und da muss ich eigentlich nicht so fein verspachteln. Es geht nur darum, dass die Löcher zu sind. Ich glaube, ich habe es schon gesagt. Den Rest kann ich mir herunterschleifen. Super. Weg hier nicht vergessen. Vielen Dank. Tschüss. Sieht es auch schon an, also hätte ich mit 12 Gramm hätte ich mich schwer verrechnet. Das ist jetzt ziemlich schnell getrocknet. Dann kann ich jetzt mal mit einem kleinen Schliff machen. Sieht man eigentlich schon, wie ein großer Teil der Löcher zu ist, aber natürlich noch lange nicht alles. Nun machen wir jetzt noch einen zweiten Spachtelgang, nenne ich das jetzt mal, und mit einer breiten Spachtel und dann nochmal schleifen und dann müsste es eigentlich schon fast gut sein. Ich habe mir halt gedacht, wenn es auf dem Auto hält, dann hält es auch auf Holz. Schwer meine Meinung. Aber bis jetzt, ich sage, ich habe da keine schlechten Erfahrungen gemacht. Jetzt gehe ich da mit einem breiteren Spachtel drüber. Solange jetzt das noch trocknet und ich nicht weitermachen kann, kann ich mir die letzten sägen auf dem Dings, dann nehme ich wieder das alte Holz und dann habe ich auch einen schönen Kontrast nachher zu dem Weiß und Schwarz, weil das wird ja dann auch wieder relativ dunkel. Säge ich die mal kurz zu. Mache ich 4 Stück. Und da können wir jetzt gleich die Nut reinfressen. Machen wir wieder drüben. Wieder mit drüber nehmen. Da kann ich jetzt also die Nut reinfressen. Ich muss gucken, dass ich das auch richtig mache. Schliff drauf gegangen. Dann müssen wir so umstecken. Oh.
ich nehme jetzt kurz ein paar Weiß lackieren. Lackieren, das ist jetzt klar lackieren. In der Zwischenzeit kann ich schon diese Farben wegschmeißen. Die Leisten kurz streichen. Die Farbe wird immer irgendwie dicker. Aber egal, für die paar Sachen, die ich noch habe, wird es noch voll reichen. Wo ist der Hammer? Ich versuche das immer am gleichen Platz zu legen, aber es ist nie am gleichen Platz. Weil, da ist er doch, und er liegt am Platz. Jetzt da. Wir müssen noch die Räder montieren, ja. Dann schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Das ist nämlich ziemlich gewesen. Also jetzt ist es durchgegangen mit dem Spanner. Ich habe das hier drauf. Ich drücke es mir jetzt noch ein bisschen Leimrost ab, vielleicht geht er wieder weg. Das Grobe kann ich wegwischen. Da habe ich jetzt einen kleinen Macken drin. Ja klar, ich bin halt schnell, ich lasse es nicht zu lange trocknen, das müsste man alles besser machen. Aber das drücken wir jetzt da drauf und dann ist es eigentlich offen, denke ich. Das liegt hier da auf, das drücken wir dann noch was drauf. Jetzt lassen wir es einfach mal trocknen. Also, wir nehmen, machen wir das mal weg. Upsala. Das können wir aufräumen. Das war auch drauf zum Beschweren. Und jetzt können wir uns das mal anschauen.
ich würde sagen, es ist sehr gut geworden. Es hat ein paar kleine Flecken drinne, klar, weil ich nicht der Oberschleifer bin oder der beste Lackierer der Welt. Aber so für, ich habe es noch mit dem Glanzspray, mit dem Klarlack drauf gemacht. Und das ist jetzt eigentlich ideal. Das hält auch, das ist gut. Jetzt machen wir noch die vier Rädchen unten rein. Und dann sind die auch geschafft. Die liegen auch schon seit Ewigkeiten bei mir in der Werkstatt. Dann habe ich da einen wunderschönen Blumenwagen. Blumenroller nennt sich das ja. Blumenroller. Einfach hier die vier Rädchen rein. Können wir jetzt wieder ein bisschen zurückgehen. Schraube ich mir die vier rein. Die sind einmal hier. Dann muss ich jetzt hinkommen. Dann haben wir auch Schräublein. Dann ist auch schon gut. So, das war dieses Teil ab dem Rädchen. Wie ihr seht, ist das jetzt fertig, das Teil. Und ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Wie ihr seht, dass ihr sehen konntet, wie man aus so einer groben Fläche von wie im OSB einfach mal eine richtig schöne glatte Oberfläche machen kann mit ein bisschen Universalspachtel. Das geht also wunderbar. Man muss es zweimal schleifen und lackieren, aber ich habe dann ein wunderschönes Ergebnis, mit dem ich auch wirklich was, das kann ich auch herzeigen, das ist auch wirklich schön geworden. Bin recht selber gespannt oder begeistert von dem. Ja, das sieht gut aus. Jetzt könnte ich hier noch eine Silikonfuge reinmachen, das lasse ich aber mal vorweg. Stellen wir das mal auf ein Ding und stellen die Blumenlarven drauf. I feel a little bit emotional. I feel a little bit emotional, yeah. And if you ask sincerely how I feel, I'll tell you the truth because the feeling's real. I feel emotional, yeah. Let me express it with my guitar. Habe ich doch glatt was vergessen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt eine Möglichkeit gesehen, wie man auch mit einer einfachen Sache, vielleicht hat man sowas noch übrig vom Auto reparieren oder von was anderem, aus einer OSB-Platte eine tolle, schöne Platte machen kann. Also ihr habt gesehen, das sieht super aus, das ist wirklich toll gespachtelt. Also da ist eigentlich der Knackpunkt, man muss da wirklich sehr sauber spachteln und zwei, drei Mal schleifen. Aber es lohnt sich, das Ergebnis ist gut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch eine gute Woche, macht's ganz gut, tschüss, euer Hansi. Tschüss.